heute gibt es mal wieder einen neuen Office-Talk für euch. Und zwar haben wir uns überlegt, was sind so wirkliche Fehlkäufe, die wir in den letzten Jahren getätigt haben? Wo ist das Geld einfach rausgeschmissen und was würden wir definitiv nicht nochmal kaufen? Wir haben jeder drei Teile rausgesucht und die Kathi fängt gleich mit dem ersten an. Genau, zum Glück sind es nicht mehr Fehlkäufe oder so richtige Fehlkäufe habe ich jetzt nicht, wo ich sage, Wahnsinn, ich bereue das richtig extrem, aber es gibt schon natürlich immer wieder ein bisschen so Fehlgriffe, die man tätigt, vor allem wenn man halt ein Instagram-Marketing-Opfer ist, so wie ich. Deswegen fange ich gleich an mit dem ersten Produkt. Das ist diese Bodylotion von Frank. Ich liebe den Frank Body Scrub, du ja auch. Ich bestelle mir den auch immer noch. Seit, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so verwende ich den. Und dann habe ich gesehen bei der Devin und der Tash von Bikini A Day, dass die diesen Moisturizer verwenden, diese Body Cream. Und ich habe mir die auch bestellt. Aber leider ekelt es mich irgendwie so vor der. Ich verwende die eigentlich kaum und die rinnt da immer aus, weil die so extrem, ich weiß nicht, ölige, cremige Konsistenz hat. Mir, also ich weiß nicht, was ich da habe mit diesem Produkt, aber ich verwende es eigentlich echt nicht so gerne und war für mich persönlich ein bisschen ein Fail und würde jetzt nicht mehr bestellen, aber ich weiß, dass die Vicky den auch hat und sie zum Beispiel mag den sehr gerne. Spekuliert gerade schon die ganze Zeit. Ich lasse ihn gleich nachher da. Aber für mich persönlich war es ein bisschen ein Fehlkauf, muss aber ich sagen. Aber wir sind auch andere Hauttypen, ich genau. habe viel trockenere Haut. Mhm. Ich fange mal an mit dem ältesten Fehlkauf und zwar die Box ist schön. Ich habe mir das gekauft im ersten Jahr, wo ich gebloggt habe. Damals war ich, glaube ich, 21, arme Studentin und habe wirklich, ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich mir, ihr könnt wahrscheinlich schon raten, was drin ist, diesen bekannten Bloggerring, diesen Yves Saint Laurent Arti-Ring gekauft habe. Nicht in einer dezenten Farbe, sondern in Orange mit Gold. Ich finde ihn nach wie vor gut und ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn zu verkaufen, aber effektiv tragen, glaube ich, denn erstens heutzutage niemand mehr, vielleicht wieder irgendwann ein absolutes Sammlerstück. Aber wann habt ihr das letzte Mal am Blog gesehen? Ich weiß nicht, vielleicht trage ich ihn jetzt wieder. Wie hat es denn überhaupt jemals am Blog gegeben? Sicher, ich glaube, ich habe den am Anfang jeden Tag getragen, weil wenn man Blogger war, dann musste man diesen Ring haben. Aber ich glaube, der hat damals 230 Euro gekostet und ich würde nie mehr. Generell bin ich jetzt nicht so der Fan von Schmuck von so Designermarken ausgeben, weil es ist kein echt Schmuck. Und ja. Das sind halt die Learnings, die man macht, oder? Leider, ja. Ich weiß noch, ich habe mir den bei Net-a-Porter gemeinsam mit ein paar Hunter-Boots bestellt, um jegliches Klischee zu erfüllen. Aber das ist ja echt, das waren ja die It-Pieces. Das ist ja so, wie wenn du jetzt, ich weiß nicht, Schuhe bestellst. Ja. Das waren ja Schuhe. Gucci-Slipper, aber die gefallen mir. Genau. Aber mal schauen. Wer war es? Ja, im Jahr viel gekauft. Na, hoffentlich nicht. Der, leider. Apropos Schuhe, bleiben wir gleich beim Thema. Bei mir war ein absoluter Fehlkauf, diese weißen All-White, jetzt sind es nicht mehr so white nach einem Ausflug nach Mauritius in den Schlamm, All-White Thea Air Max von Nike. Ich habe die ja auch in ganz schwarz und ich habe mir dann gedacht, wow, ich habe die so viel an und ich liebe diese Schuhe so sehr, ich brauche sie, einfach nur einmal dasselbe Paar in weiß. Effektiv getragen habe ich es jetzt 4 oder 5 Mal. Das 5. Mal war in Mauritius im Februar, wo sie eben dann völlig verdreckt zurückgekommen sind von der Reise und ich habe seither noch nicht einmal in die Waschmaschine gesteckt, weil ich nicht das Bedürfnis habe, sie zu tragen. Also das Geld hätte ich mir definitiv sparen können und hätte einfach bei meinen schwarzen Schuhen bleiben können. Und mein Learning ist, ich brauche nicht 2 genau gleiche Schuhe. In der gleichen Farbe. Genau, in einer anderen Farbe, weil ja, also makes no sense und werde ich nicht mehr machen. Ich habe dafür ein paar Schuhe, das gleich 3 Farben involviert. Diese Schuhe, das bricht mir eigentlich das Herz, dass die überhaupt hier dabei sind, weil die habe ich mir dieses Jahr gegönnt und bin auch nach wie vor ein großer Fan davon, finde sie sind ein Stück Kunst. Das sind diese Number 21 Slippers mit den fetten Schleifen obendrauf und ich wünschte einfach, ich hätte sie in Satin schwarz bestellt, so wie man sie bei allen Leuten sieht, aber nein, ich wollte anders sein und ich wollte ein Modell haben, was ich noch nie auf der Straße oder an irgendjemand gesehen habe. Und habe mir die aus erstens mal Wildleder und zweitens mit Weiß, Rot, Schwarz. Rot und Schwarz wäre jetzt nicht so das Problem, aber diese Maschen sind ja so riesig, dass die am Boden hängen. Und ich habe die einmal angehabt oder vielleicht maximal 2 Mal. Und das Weiß ist komplett verdreckt, weil du natürlich überall auf der Straße hängen bleibst. Und für über 400 Euro einfach viel zu schade. Das Problem ist, ich wollte sie eigentlich verkaufen, aber nach dem Video wird sie sicher auch niemand mehr abkaufen. Gute Werbung. Ich probiere es mal auf Vestiaire Kollektiv. Und sollte ich die loswerden, gönne ich mir die schwarzen. Aber 2 Mal den gleichen Schuh, wie gesagt, gibt es nicht. Und ja,
Ansonsten schaue ich sie einfach ab und zu an, weil ich finde sie nach wie vor ganz toll und ich finde sie auch wirklich ein Stück Kunst, aber im Alltag haben sie den Test leider nicht bestanden. Allerdings muss ich sagen, an der Misere bin ich auch nicht ganz unschuldig, weil wir haben natürlich zusammen beraten im Office damals, welche Farbe die Vicky nehmen soll. Und ich habe gesagt, nimm die mit, erstens einmal, weil es eben nicht alle Leute haben und zweitens, weil man bei den Schwarzen so schlecht erkennt und zu dieser Message stehe ich immer noch, dass es halt eine Schleife ist und so. Mhm. Und sonst könnte man glauben, da hängt so ein kleiner Knödel dran oder keine Ahnung was. Also mir gefallen die immer noch besser als die Schwarzen. Ja, auch. Aber trotzdem war es ein Fehlkauf, ein sehr teurer. Genau. Teuer war der Fehlkauf von mir jetzt nicht, aber, und es ist auch nicht wirklich in dem Sinne ein Fehlkauf, aber dieses Kleid, das habe ich auch in Bangkok angehabt, habt ihr das vielleicht gesehen. Und im Editor's Peak Light Blue. Genau. Das ist so ein süßes Kleid von Zara. Mir gefällt das auch. Ich habe das irrsinnig gerne an. Aber die Rückseite besteht... Du musst dazu sagen, es ist kein Kleid, sondern ein Jumper. Genau, es ist ein Jumpsuit noch dazu. Das ist echt schwierig. Darunter ist so ein kleines Höschen und du steckst da drinnen wie in einem ganz normalen eben Jumpsuit. Und hinten ist eine Knopfleiste, bestehend aus 10 Knöpfen oder so, an die du einfach selbst nicht rankommst. Und in Bangkok, sagen wir zum Beispiel, habe ich das Kleid angehabt zu einem 12-Gang-Dinner und irgendwann habe ich wie so ein kleines Mädchen zu Vicky sagen müssen, Vicky, bitte geh mit mir aufs Klo, weil ich werde aus diesem Jumpsuit selbst nicht mehr rauskommen. Und geschweige denn, kann ich den selbst zuknöpfen. Also ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Ich jedenfalls schaffe es unmöglich und ich kann den einfach nicht anziehen so im Alltag, weil ich nicht weiß, wie ich da rein oder rauskommen soll. Insofern war es ein Fehlkauf und deswegen rate ich euch, achtet drauf, dass Kleidungsstücke nicht nur schön sind, sondern vielleicht auch ein bisschen praktikabel. Mhm. Sonst immer jemand zum Klo gehen dabei. Ja, genau. Aber das ist natürlich auch nicht immer der Fall. Aber ich habe noch mein letztes Teil. Das wollte ich unbedingt haben. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist von Faithful, the Brand, das Stevie-Shirt mit dieser Schnürung hier vorne. Und das ist so oversized und ich habe mir das am Strand ganz toll vorgestellt. Und ich muss sagen, ich bin mega enttäuscht. Erstens, es hat über $100 gekostet, das weiß ich noch. Dann mit Zoll und so weiter wegen Shopbop noch ein bisschen was draufgezahlt. Und am Ende des Tages kann man es nicht anziehen, weil es erstens diese Schnürung bleibt nie offen. Das heißt, es schaut gar nicht cool aus, wenn man es dann wirklich anhat, weil es immer sich so zusammenzieht. Und zweitens, der Stoff wird so schnell zerknittert. Das habe ich im Schrank gehabt, die ganze Zeit frisch gebügelt. Und das sind die Falten, die entstehen nur allein vom Schrank hängen. Das heißt, man kann es gar nicht mehr in den Koffer packen, außer man hat vor, die ganze Zeit im Urlaub zu bügeln. Und noch dazu, wenn man einmal sich hingesetzt hat, ist sowieso komplett verknittert. Und du hast da gesagt, du hast das irgendwie länger und weiter vorgestellt, oder? Ja, also ich muss sagen, ich habe es wirklich, ich glaube, ein einziges Mal angehabt unter einer Weste, wo man das alles nicht so gesehen hat. Und würde ich nicht nochmal machen, bin ich enttäuscht, vor allem, weil ich von Faithful the Brand auch andere Sachen habe, die ich mega, mega gern mag. Zum Beispiel, ich glaube, diese Hose, die seitlich den Schlitz hat, die sommerliche. Und bin ich einfach eingefahren und wegen dem ganzen Zoll und so, war es mir dann auch zu schade, das zurückzuschicken, weil dann wäre ich auf den, also nicht was Kosten sitzen geblieben. Ja, so ist es manchmal. Das waren unsere First World Problems, Fehlkäufe. So schlimm ist es alles gar nicht, aber ja, wir wollten euch nur mal zeigen, dass auch wir hin und wieder mal daneben greifen und dann Käufe bereuen und vielleicht lernt ihr ja ein bisschen aus unseren Fehlern. Ja, oder ihr habt euch überlegt in dem einen oder anderen Teil, weil wir davon geschwärmt haben, bevor wir es überhaupt besessen haben. Aber ja, jedenfalls hoffen wir, dass euch dieses Video gut gefallen hat und wünschen euch bis zum nächsten Office Talk eine gute Zeit und viel Spaß mit den weiteren Beiträgen. Bis bald. Tschüss.